Hallo, mein Name ist Klaus-Anton Meyer und ich bin dafür zuständig, dass Sie oder du mir Wunsch-Neukunden-Patienten gewinnen können. Was verstehe ich unter Wunschkunden, Wunschpatienten, Menschen, die zu Ihnen passen, Menschen, mit denen Sie, du gerne arbeiten, die Ihnen angenehm sind? Und diese neuen Möglichkeiten heutzutage bieten uns die Möglichkeit, diese Leute anvisieren zu visieren, speziell dann, wenn wir auch wissen, was wir wollen und wenn uns unser Wunschkunde bekannt ist. Also wenn wir wissen, was ist eigentlich unser Wunschkunde, wer ist es? Wie sieht er aus? Sind es mehr Frauen? Sind es mehr Männer? In welchem Alter? Mit welchen Interessen und Hobbys? Welcher Berufs und so weiter und so fort. Für diese Zwecke habe ich ein Magazin erstellt, ein 16-seitiges Magazin, welches Sie beziehen können. Unterhalb dieses Videos finden Sie den Link, wie Sie dieses Magazin bekommen können. Gratis natürlich für Sie. Dort finden Sie eine Anleitung, wie Sie Ihren Avatar bestimmen können. Das heißt, bestimmen können, wer ganz genau zu Ihnen passt, welchen Menschen möchten Sie in Ihrem Geschäft, in Ihrer Praxis wirklich haben. Ja, aber in diesem Video soll es um was anderes gehen, und zwar, es soll darum gehen, ich kritisiere heute wieder konstruktiv zwei Webseiten. Letztes Mal habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Webseiten gemacht, aber dann wird das Video zu lange. Ich mache lieber weniger Webseiten und es kommt mir darauf an, dass ihr was draus lernt, dass ihr wisst, auf was es, finde ich, drauf ankommt, weshalb, wie man über seine Webseite mehr Geschäft machen kann, ja, mehr Patienten, mehr Kunden gewinnen kann, welche Kriterien sind, finde ich sehr, sehr wichtig. Welche Kriterien sind wirklich wichtig? So, das ist hier meine Webseite, erstmal gleich zum Beginn. Auf dieser Webseite, auf der Startseite, erfährst du ganz genau sofort, um was es denn hier geht. Wunsch, Neu, Kunden oder Patientengewinnung 3.0, das heißt die neueste Version sozusagen, wie man das heutzutage macht. Hier mache ich noch ein bisschen neugierig, sage ich jetzt mal, wie war es denn früher und wie ist es heute, was ist heutzutage möglich und, ja. Okay, aber es soll nicht um meine Seite gehen, es soll um die Seite gehen, um zwei netten Kollegen, Heilpraktikern und die möchte ich mir jetzt mal ganz genau anschauen und euch deutlich machen, auf was es unter anderem drauf ankommt. Natürlich kommt es auch noch auf andere Dinge an, wie SEO und so weiter, aber da gehe ich jetzt im Moment nicht näher drauf ein. Ich gehe auf ein paar Kriterien ein, auch um die es mir geht. Hier eine wunderschöne, nette Webseite von einer Kollegin. Symptome, also Moment mal, wir müssen mal auf die Startseite gehen. Das ist ja die Beschwerdenseite. Ich gehe mal auf die Startseite, ja, weil das ist ja die Seite, wo man als erstes draufkommt. Diese Seite sieht so aus, das ist von der Kollegin Heilpraktikerin Gabriele Bartels. Ja. Wie gesagt, die Seiten suche ich mir willkürlich raus. Einfach so, ich gebe einfach eine Stadt ein und Heilpraktiker und suche mir irgendeine Seite raus und die schaue ich mir dann an sozusagen. Was man hier sehen kann, also ist eine schöne moderne Seite, die sieht auch gut aus, gefällt mir auch, ist auch, ja, ich würde mal sagen, modern gestaltet. Was hier nicht ist, hier oben rechts sieht man, ich habe so einen Pixelhelper installiert. Das ist eine Erweiterung von Google Chrome. Dort kann man sehen, ob man zum Beispiel einen Pixel hinterlegt hat, damit erkannt werden kann, wer die Seite zum Beispiel besucht. Das könnte man zum Beispiel irgendwann mal hernehmen, wenn man Werbung betreiben möchte, dann, damit man zum Beispiel Facebook sagen kann, wer hat schon alles meine Seite besucht. Denen könnte ich nämlich dann mal eine Werbung ganz gezielt ausspielen, also Menschen, die schon mal auf meiner Seite waren, die schon mal meine Seite besucht haben. Das könnte im einen oder anderen Fall spannend und interessant sein. Also, ich stelle fest, ungefähr 95% aller Kolleginnen und Kollegen
haben diesen Pixel hier nicht installiert. Wie es aussieht, wenn der Pixel installiert ist, zeige ich euch jetzt, wenn wir auf meine Seite gehen. Dann erscheint es nämlich hier blau und hier kommt eine Zahl 2. Das heißt, auf zwei Seiten habe ich hier diesen Pixel hinterlegt und es erscheint dann blau. Hier erscheint es dann grau, das heißt, Pixel ist nicht hinterlegt. Auf was kommt es denn noch drauf an? Es kommt auch drauf an, ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Mensch, der ein Problem hat, jemand sucht, einen Therapeuten, ja, dann geht er doch zum Beispiel auf eine Suchmaschine, also Google, und dann gibt er sein Problem ein, sagen wir mal Heuschnupfen, ja, und dann zum Beispiel Kempten. Diese Kollegin ist aus Kempten. Heuschnupfen, Kempten gibt er ein, ja. Ich weiß jetzt auf der ersten Seite gar nicht, für was diese Kollegin zuständig ist. Und ich glaube, dem User, dem normalen Menschen, ist es ziemlich wurscht, ob er Tuina-Massage bekommt oder chinesische Medizin oder was auch immer. Der will wissen, und es sollte auf der ersten Seite rauskommen, kann diese Kollegin helfen für meinen Heuschnupfen? Ja? Kommt hier nichts raus, da ist nichts erwähnt von irgendetwas, sondern es wird erstmal der Name vorgestellt, was für Behandlungsmethoden werden angewendet. Ich finde diese Information natürlich auch wichtig, aber vielleicht nicht gleich auf der ersten Seite. Auf der ersten Seite sollte, finde ich, ganz klar rauskommen, um was es denn geht, für was ist diese Kollegin zuständig, für welche Beschwerden hat diese Kollegin auch eine Lösung parat. Da muss man dann auf Symptome und Beschwerden klicken. Und wenn man dann da drauf kommt, dann kommt erstmal auch nichts. Ja, Symptome, Beschwerden, was fehlt Ihnen? Da muss ich dann tierisch suchen. Hier kommt dann irgendwas, ein Sammelsurium von verschiedenen Beschwerden wird hier aufgezählt. Ja, das kann man machen, muss man aber nicht machen, weil ihr müsst wissen, der normale User, der sucht eine Seite auf für sein Problem. Und in der Regel ist es so, wenn er nicht direkt auf der Startseite gepackt wird und neugierig gemacht wird, ja, damit sein Problem hier eine Lösung findet, dann geht er wieder weg und sucht woanders. Das ist mal das erste Kriterium. Ich finde, auf der ersten Seite sollte zum Beispiel das Hauptproblem, für was die Frau Bartels zuständig ist, rauskommen, ja, wo sie zum Beispiel ihre Schwerpunkte hat, zum Beispiel Schmerzen oder Allergien. Das sollte jetzt irgendwie hier auf der ersten Seite schon einen Namen finden. Das sollte hier stehen, ja. Und dann sollte, das sollte in der Überschrift hier stehen und in der Unterüberschrift sollte nochmal neugierig gemacht werden auf mehr. Das ist hier alles nicht vorhanden und deswegen würde ich euch vorschlagen, beherzigt das bei der Gestaltung eurer Webseite oder wenn ihr sie verändern, bearbeiten wollt, dass ihr an solche Kriterien denkt. Ich habe auch vor, demnächst ein neues Informationsprodukt zu erstellen, wo ich die wichtigsten Kriterien mal aufzähle, die man einfügen kann, egal ob man eine Webseite gestaltet oder was auch immer, damit die Seite möglichst gut verkauft. Was auf dieser Seite auch nicht vorhanden ist, gut, ich habe hier eine Handynummer, die kann ich anklicken und dann anrufen. Ich kann hier Termin buchen, das ist schon mal ganz gut, ja. Das finde ich schon mal ganz gut. Man könnte natürlich noch mehr auffordern zur Handlung, noch etwas deutlicher, ja. Hier kann man auch auf Kontakt klicken, dass man dann auf Kontakt kommt. Das ist etwas dezent, ich würde es noch deutlicher herausstellen. Zum Beispiel auf meiner Webseite hat man auf der ersten Seite gleich einen Button, wo man ein Geschenk bekommen kann. Ja. Dann habe ich hier auch noch die Möglichkeit, ich habe ein Video eingefügt, weil viele Leute sind ja lesefaul und dann kann man sich das auch hier vorlesen lassen. Und wenn man dann hier auf dieses Bild klickt, dann hat man die Möglichkeit, mit mir auf Facebook zu chatten. Ich klicke jetzt nicht drauf, aber das Bild ist anklickbar auf dem Video und dann kann man mit mir sofort in Kontakt über Facebook treten zum Beispiel. Hier habe ich nochmal einen Seitenroboter. Wenn man zum Beispiel hier mit mir in Kontakt treten kann, dann kann man zum Beispiel, haben Sie Lust auf ein unverbindliches Gespräch? Zum Beispiel im Moment noch nicht. Dann kommt hier der nächste Text. Also man kann auch
über dieses Modul hier, über diesen Seitenroboter mit mir in Kontakt treten. Ich gebe jetzt mal hier meinen Namen ein und dann geht es dann weiter. Dann kann man meine Telefonnummer oder möchten Sie lieber telefonieren oder lieber schreiben? Ich gehe mal auf lieber telefonieren. Dann kommt hier, ja, geben Sie hier Ihre Festnetznummer ein. Dann kann man hier die Vorwahl verändern. Nur, dass ihr wisst, es gibt heutzutage einfach mehrere Möglichkeiten, Kontakt mit dem Besucher der Seite aufzunehmen, das, was von den meisten Menschen nicht klar kommuniziert wird. Also ich wollte euch hier nur zeigen, es gibt mehrere Möglichkeiten, dass ein Mensch Kontakt mit dir, ihnen aufnehmen kann. Oder ein Button, wo man sich für ein Strategiegespräch, für ein Gespräch bewerben kann oder was auch immer eben im Einzelfall angesagt ist. Ja? Diese Möglichkeiten sind zum Beispiel auf meiner Webseite drauf und die hat fast niemand auf seiner Seite. Und das hilft dem Besucher leicht Kontakt mit dir, mit ihnen aufzunehmen, zusätzlich zu anklickbarer Telefonnummer, weil nicht jeder will sofort anrufen, manche wollen schreiben oder denen muss aber leicht gemacht werden. Ja, das wollte ich damit sagen. Manche wollen lieber chatten. Gib doch jedem die Möglichkeit, so Kontakt aufzunehmen, wie er will, wie es ihm angenehm ist. Wir wollen es den Leuten ja leicht machen. So, dann habe ich die Seite noch gecheckt auf Responsivität. Da ist sie sehr gut. Also wie sieht die Seite auf dem Handy aus? Zum Beispiel im Querformat, im Hochformat. Auf Samsung zum Beispiel, hier auf Galaxy, ja, hier auf LG. Sieht gut aus, finde ich gut, ja. Alles klar, also aussehen tut sie gut, ist modern, responsiv nennt sich das, also anpassbar auf die verschiedenen mobilen Geräte, ja. Das ist heutzutage auch wichtig, dass eine Seite so gestaltet wird, dass sie responsiv ist, ja. Okay, das war mal dieser Check. Jetzt gehe ich zu einem nächsten Kollegen noch, ein Kollege aus Uelzen. Diese Seite ist natürlich relativ, ja, sage ich mal, langweilig. Man sieht hier oben auch, die Seite ist nicht sicher. Sie hat kein SSL-Zertifikat, also ein Sicherheitszertifikat. Das heißt, diese Seite ist irgendwann mal vor anno dazu mal konstruiert worden. Natürlich ist hier auch kein Pixel hinterlegt von Facebook, damit man Facebook sagen kann, bitte spiele eine spezielle Werbung an alle Menschen aus, die schon mal meine Seite besucht hatten. Das könnte man zum Beispiel hier auch machen. Das ist hier nicht gemacht. Ja. Dann ist es hier genau das gleiche Naturheilpraxis, Seed, Gruckenberg, Uelzen, klassische Homöopathie mit Zertifikat, mit Adresse. Also hier ist nichts, für welche Beschwerden ist er zuständig, wo ist er eventuell spezialisiert drauf, auf was, damit der User, weil dem ist doch wurst egal, ob derjenige klassische Homöopathie macht oder Chiropraktik oder Bioresonanz, das ist demjenigen, der eine Lösung für sein Problem sucht, doch total egal. Der will, dass ihm geholfen wird. Und das sollte auf der ersten Seite deutlich herauskommen. Ich bin zum Beispiel für Schmerzen zuständig, für Rückenschmerzen, für Hüftschmerzen oder was auch immer. Und ich kann Ihnen helfen. Ich habe so und so lange Erfahrung und. Ja, das sollte auf der ersten Seite so rauskommen, dass der Patient motiviert wird, der potenzielle Patient auch anzurufen oder Kontakt aufzunehmen, um einen Termin letztendlich aufzumachen. Auch auf dieser Seite ist es so, die Leute besuchen vielleicht die Seite und wenn sie die Seite besuchen, klicken bestimmt viele weiter, weil sie nicht sofort irgendwie was finden, wo sie anspricht für ihr Problem. Ja. Mit Sicherheit bekommt ihr ein paar Patienten über diese Seite, aber es könnten durchaus mehr sein. Ja. Das wollte ich nur sagen. Da gibt es ein paar Kriterien. Wenn man jetzt schaut, wie die Seite responsiv ist, das habe ich hier auch gecheckt, die ist schlecht responsiv. Das heißt, auf der ersten Seite, und ihr müsst wissen, die meisten Leute schauen mit dem Handy auf die Seiten heutzutage. Über 90% der Menschen schauen übers Handy und schauen die Seiten an. Und wenn eine Webseite nicht übers Handy gut aussieht, dann ist es total ein starker Minuspunkt. Also die Seite von der Kollegin hier hat auf dem Handy gut ausgesehen, ja, hier zum Beispiel, ja. Aber diese Seite von diesem Kollegen aus Uelzen
vom Herrn Seth Kruckenberg sieht schlecht aus auf dem Handy. Ja? Also hier, da muss man dann nochmal rüber scrollen. Ja? Das macht keiner. Ihr müsst wissen, die Leute, die im Internet surfen, gehen gleich weiter, wenn das nicht gleich sofort irgendwie was ins Auge springt, wo ihr Problem betrifft. Und wenn man dann auch noch rumsuchen muss, nach links und rechts scrollen muss, dann ist das grausam. So sieht es dann aus im Querformat. Ja? Man muss dann auch nochmal so rübergehen zum Beispiel. Und natürlich sieht es auf den anderen Devices gleich ähnlich aus. Ja? Ich habe da verschiedene Geräte getestet hier. Ja? Auf allen Geräten ist es gleich, auch hier auf den Tablets. Ja? Muss man auch nochmal nach rechts scrollen, um die Informationen zu lesen. Also heutzutage, das ist jetzt der Querformat, ein Tablet, da geht's dann. Ja? Wenn man ein Tablet Querformat hält, dann würde die Seite komplett angezeigt werden. Ja? Das heißt, solche Seiten sollten möglichst überarbeitet werden, verbessert werden oder am besten ganz neu gemacht werden und dann gleich so ausgerichtet werden, dass der Facebook Pixel installiert ist, eventuell noch ein Google Pixel und die muss responsiv sein und das Problem muss auf der ersten Seite gleich rauskommen, wofür man eventuell spezialisiert ist. Und es sollte möglichst leicht sein über die verschiedensten Wege, damit der potenzielle Patient auch Kontakt aufnehmen kann und möchte. Der eine möchte telefonieren, der andere möchte angeschrieben werden, der dritte möchte chatten. Lass es doch den Leuten, überlass es doch den Leuten, wie sie Kontakt aufnehmen möchten und gib ihnen mehrere Möglichkeiten, am besten gleich auf der Startseite, wie man leicht Kontakt aufnehmen kann. So, das war's mit diesem Video. Wie gesagt, es gibt natürlich noch viele weitere Kriterien, zum Beispiel die Ladezeiten sollten gut sein und. Natürlich auch das SEO sollte gut sein, also die Suchmaschinenoptimierung. Es sind noch mehrere Kriterien wichtig, aber das waren jetzt mal wichtige Kriterien, an was die wenigsten denken. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht. Falls dir das Video inspiriert hat, wenn du es gut findest, dann würde ich mich sehr freuen über ein Abonnement meines Kanals, natürlich auch über einen Daumen hoch. Und wenn du diesen Kanal abonniert hast, würde ich mich dann auch freuen, dass du die Glocke anklickst, damit du immer wieder Bescheid bekommst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. In diesem Sinne, freue dich auf das nächste Video, wo ich dann wieder Kollegenseiten kritisiere konstruktiv und damit man daraus lernt und es eventuell dann in der Zukunft besser machen kann. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Klaus Anton Meyer.